Ein herzliches Hallo an alle heute zum Interview mit Sabine Schlotz. Die Sabine hat oder bringt uns in den Kongress eine Qualität, die, finde ich, noch ein bisschen fehlt. Und zwar ist es die Qualität von Mutter und Baby, Kontakt von Mutter und Baby, also von werdender Mutter. Darum geht es in erster Linie in der Arbeit von der Sabine. Und dass wir uns einlassen auf die Fähigkeit zu spüren, inwieweit Bindung fließt und möglich ist und inwieweit wir darauf in Liebe Einfluss nehmen können. Hallo, liebe Sabine, ich möchte dich bitten, dich kurz vorzustellen. Hallo, liebe Ira. Dankeschön, dass ich eingeladen wurde, auf deinem Kongress zu sprechen. Ich finde ihn wirklich wichtig. Ich habe mich gefreut, als ich deine Ausschreibung gesehen habe, weil ich dachte, ja, das Thema ist wirklich bedeutsam, weil es eine ganz große Auswirkung hat. Deswegen freue ich mich und ich freue mich natürlich besonders, dass du mir auch eingeladen hast, hier was dazu beizutragen. Ich arbeite in erster Linie mit Schwangeren, nicht ausschließlich, aber in erster Linie. Und mir ist es so ein ganz, ganz großes Anliegen, auch aus einer eigenen Erfahrung heraus, dass Mama und Baby, dass das Baby aus dieser Babyperspektive fühlbar die Zuneigung und Aufmerksamkeit der Mutter bekommt. Das hat einen besonderen Hintergrund. Man weiß auch aus der Bindungstheorie, dass wahrgenommen zu werden in seinem So-Sein einfach eine ganz besondere Grundlage darstellt, seine Potenziale entwickeln zu können. Und da hat zwei sehr kluge ungarische Psychoanalytiker eine Methode entwickelt, die ich entdeckt habe nach meiner eigenen Erfahrung. Also ich durfte zuerst die Erfahrung machen mit einem meiner eigenen Kinder, in einen Kontakt eingeladen zu werden. Also mein Kind hat mich in einen Kontakt eingeladen, der von der Qualität weit über das hinausging, was ich mit meinen anderen beiden Kindern zuvor erlebt habe. Und das Besondere an diesem Kind war, dass es eine Trisomie 18 hatte, also aus unserer Perspektive krank, schwer lebensfähig, ist auch gestorben. Aber dieses Kind hat eine Interaktionsqualität vermittelt, die zeigte einfach, was da möglich ist an Unterhaltung, an Interaktion, an Gespräch, auch an Wissen. Mir ist Wissen vermittelt worden, das sich postnatal auch gezeigt hat, dass das, was ich an Informationen gekriegt habe, auch eingetroffen ist. Also es ist eine größere Geschichte, die ich jetzt hier nicht einbringe, weil es nicht zu deinem Thema speziell gehört. Aber was hier, weil du mich gefragt hast, was ich mache, es gehört insofern mit dazu, weil das die Grundlage ist, meine Arbeit, das kennengelernt zu haben. Also auf der einen Seite mit meinen beiden gesunden Kindern, das, was wir Mütter als gute Beziehung zu unseren Kindern erleben, wo wir sagen, ja, ich spüre mein Kind, ich streichle mein Kind, ich fühle, es geht ihm gut. Und dann das, was ich mit diesem besonderen Kind erlebt habe, was weit darüber hinausgegangen ist und wo ich festgestellt habe, mit dem, was die beiden ungarischen Psychoanalytiker Jenő Raffay und György Hidas mit ihrer Bindungsanalyse, das ist eine Methode, das ist eine Strategie, wie man gut in so einen Kontakt kommen kann, wie sich das herstellen lässt. Also mir ist es durch Zufall so widerfahren oder als Geschenk. Und das kann man als Frau auch so erleben. Und das war was ganz, ganz Besonderes. Und deswegen habe ich die allererste Gelegenheit genutzt, das zu lernen. Und das wende ich an seit 12 Jahren. Das heißt, dein drittes werdendes Kind hat es initiiert, oder? Es hat die Botschaft so stark gesendet, dass du es so deutlich wahrnehmen konntest. Mir blieb nichts anderes übrig, als es so wahrzunehmen. Also das ist eine große Geschichte, die auch noch über Schwangerschaft, vor Schwangerschaft reicht.
Okay. Und es war in einer Deutlichkeit, das hat keine Möglichkeit gelassen, das zu übersehen. Da muss man sich schon sehr wehren. Und ich spüre gerade so, dass es vielleicht für viele, die ähnliche Erfahrungen in der Schwangerschaft gemacht haben, aber nicht wissen, ob sie oder wussten, ob sie diesen Impulsen vertrauen sollen, einfach Mut macht, das zu erhören, was da bei ihnen ankommt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich immer wieder feststelle, wenn man mit Frauen arbeitet, wenn Schwangere die Bindungsanalyse oder auch die vorgeburtliche Bindungsförderung, das ist ein wärmerer Ausdruck, wenn sie das in Anspruch nehmen wollen, dass da ganz häufig Zweifel erstmal bestehen an den eigenen Wahrnehmungen und dass es ein bisschen dauert mit den Erfahrungen, bis sie so Vertrauen gewonnen haben, dahingehend, dass ihre eigene Intuition wirklich wertvoll und ein guter Geigerzähler ist. Dass das aber wirklich manchmal unterstützt werden muss, weil sie sich selber nicht vertrauen. Ich habe mir auch nicht vertraut zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja. Also trotz dieses starken... Diesen starken Einflusses, da ist man einfach zu rational, um sowas zu akzeptieren und zu sagen, das wurde für mich erst deutlich mit der Geburt, als ich das Kind dann tatsächlich vor mir liegen sah und das einen Zusammenhang hatte mit dem, was ich, bevor ich überhaupt schwanger geworden bin, schon gezeigt bekommen habe. Okay. Da war es dann überdeutlich. Okay. Der Impuls für mich, diesen Kongress zu machen, ist ja unter anderem, dass wir uns dieser Verbundenheit zum vorgeburtlichen Raum wieder öffnen. Und das geht eben nur, wenn wir es teilen, wenn wir darüber sprechen und wenn wir, wie die Frauen früher auch, wieder in Austausch gehen. Mhm. Und zwar in einen selbstverständlichen Austausch, wo sich niemand verstecken muss oder zurückhalten muss und wo diese Erfahrungen eingeladen sind. Es ist eine spannende Anmerkung, die du hier machst, weil ich finde es ganz interessant, dass Frauen, die jetzt diese vorgeburtliche Bindungsförderung, also in den Babykontakt kommen, dass sie merken, wie sie es selber stärkt, wie sie selber ruhiger werden und mehr Frieden in sich finden. Wir wissen ja heute, dass durch die medizinische Betreuung die Frauen häufig soll sicherheitsbringend sein, aber oft ist das nicht der Fall, dass die Frauen dadurch beruhigt werden oder immer eben nur kurzfristig. Aber der Kontakt zum eigenen Kind, wenn sich dieser Kanal stabilisiert, dass hier sehr viel mehr Ruhe reinkommen kann, weil es auch ja im Grunde genommen ständig zugänglich ist. Ne? Es fehlt aber dieses Vertrauen in dieses Potenzial, das da ist. Wenn es allerdings erlebt wird, dann zweifeln die Frauen nicht mehr dran. Sie spüren dann, dass sie hier wieder eine Ressource sich eröffnen können, die eigentlich schlummert. Genau. Die es gibt, die schlummert und wachgeküsst werden möchte. Ganz davon abgesehen, dass die Arbeit also den Frauen auch Spaß macht. Ja. Den Kindern, den Babys auch, aber den Müttern. Also diese Herrin im eigenen Haus zu sein, also im eigenen Körper und in der eigenen, im eigenen Organismus. Ja, sie ist, das Spannende daran ist, es ist ja nicht nur die Beziehung zum Baby, die sich hier rekonstruieren und wiedergewinnen lässt, sondern auch Vertrauen in den eigenen Körper. Also die Frauen merken auch, dass sie Einfluss haben auf die Funktion der Plazenta, dass sie Einfluss nehmen können auf die Funktion der Gebärmutter. Und die Gebärmutter ist ja das erste Zuhause vom Baby. Ne? So kann die Mama das mitgestalten. Und man kann, es klingt jetzt eigenartig, aber man kann ins Gespräch kommen mit den Körperanteilen. Ja. Und man kriegt sogar Antwort. Ja. Und die Frauen, wenn sie es ausprobieren, also es gibt kaum eine Frau, der das, wie soll ich sagen, leicht fällt, von der Seele fällt, weil es einfach in unserem normalen Leben nicht mehr üblich ist, diesen Zugang zu wählen. Aber wenn sie es ein paar Mal ausprobiert haben, ich hatte kürzlich, vielleicht passt es jetzt nicht, aber um die Macht
um die Macht von dieser Kommunikation zu zeigen. Frauen während der Schwangerschaft haben echt häufiger mal Blasenentzündungen beispielsweise. Mhm. Und man weiß, dass Blasenentzündungen auch zustande kommen, weil die Keime sich einfach in der Schleimhaut niederlassen können. Und eine Möglichkeit, hier entgegenzuwirken, wenn man merkt, hier ist eine Blasenentzündung gerade im Anwollen, sich vorzustellen, man ist Blase. Ja? Also ich bestehe aus Millionen und Milliarden von Zellen, aber das bin alles ich. Folglich kann auch ich Blase sein, meine Aufmerksamkeit dorthin richten und dann aus dieser Perspektive so die Zellverbände zusammenrücken zu lassen, engstellen, dann kann hier auch nichts eindringen. Das ist ein erster Teil. Zweiter Teil, was könnte die Hülle schützen, also die Innenwand schützen? Mhm. Und hier kann man mal gucken, was die Blase sich wünscht. Und ein Bild, das mir da immer gekommen ist und was ich dieser Frau auch angeboten habe, so zusammenziehen, wir kennen das alles, wenn wir beispielsweise Sauerampfer verkauen, dann ist das so ein ganz eigenartiges Gefühl, das wir in unserem Mund erleben. Und das ist so was Zusammenziehendes. Mhm. Wenn wir uns vorstellen, wir zermörsern dies und tragen das auf, dann hat das auch so einen engstellenden Effekt. Und ja. Frau spürt schon von alleine, welche Materialien, welche Kräuter, wenn denn das überhaupt das Richtige ist hier, die passenden sind. Kann man in Gedanken auftragen und mal beobachten, ist das jetzt hier gerade so der richtige Effekt oder braucht es noch was anderes oder braucht es im Anschluss was anderes? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Frau spürte, sie hat eine Blasenentzündung, sie hat es ausprobiert und ich habe ganz kurz 2 Tage danach eine SMS gekriegt. Hat geklappt, yeah. Ja, und das geht eben aus, solche Dinge gehen auch mit der Gebärmutter, gehen auch mit der Plazenta. Ja. Und so kann man dem Baby nicht nur die Beziehung zum Baby fördern, sodass das Baby sich besser angebunden fühlt und dadurch auch eher bleiben kann, sondern auch diese versorgenden Anteile anders mit einbeziehen. Okay. Mir ist jetzt, während du erzählt hast, noch etwas Unterstützendes als Ergänzung dazugekommen, weil ich experimentiere sehr viel mit diesen Kommunikationen eigentlich zu allem, was es gibt. Und mir hilft einfach ungemein, so zur Konzentration, mir einfach ein Blatt Papier zu richten, das, um was es geht, das Organ zum Beispiel Blase draufzuschreiben und mich dann da drauf zu stellen. Und schon geht dieses Feld von Blase, meine Blase oder was auch immer auf. Das hilft einfach nochmal, um wirklich auf den Punkt sich zu fokussieren. Ja, also das nur so am Rande. Ich denke, jeder hat, oder vielleicht es gibt auch ganz unterschiedliche Varianten und ich denke, je mehr wir Frauen darüber erfahren, welche Möglichkeiten da sind, kann sich jeder aus diesem groß reich gedeckten Tisch das Passende pflücken. Wundervoll. Was das Passende für einen selbst. Genau. Ja, das spürt man ja. Ja, das spürt man. Genau. Genau. Super. Schön. Wir haben, also ich habe in meinen Anfragen zum Kongress, die ja jetzt schon hereinkommen in der Vorbereitung, einige junge Mütter, die vorher noch nichts von der Zwillingsthematik gehört haben, also vom verlorenen Zwilling, beziehungsweise wahrscheinlich das auch vor dem 3. Monat, also vor den Aufnahmen, die Ihnen zur Verfügung gestanden haben, vielleicht ein verlorener Zwilling da war und jetzt nachfragen, weil sie bei ihrem Kleinkind oder kleinen Kind Anzeichen feststellen und jetzt natürlich fragen, wie kann ich mehr Gewissheit finden, ob es uns eventuell betrifft, also mich als Mutter und mein Kind eben dann als eventuell alleingeborener Zwilling. Mhm. Hast du uns da ein paar Anregungen? Also die pragmatischste Anregung Nummer 1 ist, normalerweise gehen die Frauen heutzutage ja frühzeitig zum Arzt und die Mediziner dokumentieren ja auch die Ultraschalluntersuchungen. Und einen Weg würde ich wagen, den Arzt ganz konkret mal nochmal aufzusuchen und zu fragen, ob er am Beginn der Schwangerschaft vielleicht eine 2. Fruchtblase gesehen hat. Die sagen, dass
Es wird häufig nicht gesagt, weil Ärzte der Ansicht sind, dass Frauen dadurch verunsichert sein könnten und ja, dass das die Schwangerschaft, wenn das zweite Kind behält, wenn es weiterlebt und das Herzchen weiterschlägt, dass ja dann die Freude auf dieses eine Kind konzentriert ist und das Wissen um das zweite nicht unbedingt so bedeutsam ist. Ich sehe es ein bisschen anders aus dem Wissen raus, was Zwillingsverlust ausmachen kann. Also ich bin auch ein Zwilling. Mein Zwilling ist allerdings dokumentiert, das ist keine fragliche Angelegenheit, sondern nach mir kam noch mal ein kleines Konglomerat. Das bedeutet, dass dieses Kind so ungefähr die Hälfte der Schwangerschaft mit mir gegangen ist, sich nicht abgebaut hat und eben sich abgekapselt hat und dann so mitgeboren wurde. Also okay. Deswegen weiß ich, welche Konsequenzen das haben kann. Ich möchte aber auch gleich sagen, dass es nicht diese Konsequenzen haben muss, weil wir immer unsere eigene Persönlichkeit mitbringen. Ja. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Wenn hier der Doktor beispielsweise was dazu beitragen kann, dann hat sie schon einen Anhaltspunkt mehr und könnte dann konkreter auf das Baby zugehen. Aber sie kann auch ein anderes. Es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen können. Den einfachsten Weg, um hier mehr Gewissheit zu kriegen, würde ich die Frau einladen, nochmal in die Schwangerschaft zurückzukehren, im Geiste. Mhm. Ja, Regressionsansatz. Kann sie das alleine? Kann sie das alleine? Oder braucht sie Begleitung? Also ich denke, es ist günstiger, hier eine Begleitung zu haben, weil erstens, weil die Begleitung sie leichter anleiten kann, dorthin zurückzukehren. Und wir wollen ja in die Gebärmutter rein. Also für mich ist das eine geläufige Angelegenheit, weil ich mit meinem bindungsfördernden Ansatz regelmäßig in die Gebärmutter mit den Frauen gehe. Und Frauen, die das kennen, für die ist das auch was Normales. Aber Frauen, die das nicht kennen, die werden, erwarte ich erstmal, wahrscheinlich größere Augen machen, sagen, wie in die Gebärmutter. Okay. Deswegen glaube ich, dass es gut ist, hier Unterstützung zu haben. Und zum Zweiten muss man ja mit dem, was man vorfindet, dann auch umgehen. Ja? Und manche Frauen, denke ich, werden da in ihrer inneren Weisheit Wege finden, damit umzugehen. Und die Frauen werden aber auch dir nicht die Frage stellen, sondern Frauen eben, die, ja, die sich Unterstützung wünschen. Okay. Yeah. Und wenn man hier zurückgeht in diesen Pränatalraum, in die Gebärmutter hinein und da hat ein Verlust stattgefunden, stellen wir fest, und das ist eine regelhafte Sache, die sich fast, also ich weiß kein Gegenbeispiel, wenn sich dunkle Stellen in der Gebärmutter zeigen, dann ist irgendwo ein Verlust gewesen. Irgendetwas wird betrauert. Das muss kein Zwilling gewesen sein. Das kann ein verlorenes Kind sein. Das kann auch mal eine Abbrucherfahrung, die vor der Zeit stattgefunden hat. Oder auch eine Sache sein, die gar nicht zu dieser Mutter gehört, sondern eine Erfahrung ihrer Mutter, weil die Gebärmutter, ihre Gebärmutter, hat sich ja entwickelt, als sie noch herangewachsen ist. Ja, ja. In der Gebärmutter ihrer Mutter. Also das sind also können transgenerationale Themen eine Rolle spielen. Schön, dass du das nochmal so deutlich sagst, was so bildhaft jetzt gewesen ist. Ja, also es ist nicht so eine, wie soll ich sagen, eine ganz klare Angelegenheit, sondern es können verschiedene Facetten sein. Und ja, das ist auch ein Grund, warum Unterstützung hilfreich sein kann. Wenn man Erfahrung hat, dann kann man entsprechende Fragen stellen und kann differenzieren und anhand von den Reaktionen und von den Körperempfindungen, von den Bildern, die auftauchen, gut Hypothesen entwickeln, die man dann gemeinsam auch überprüfen kann. Okay. Ne? Und wenn dunkle Stellen in der Gebärmutter auftauchen, dann ist eben die Frage, welche Gefühle stecken da drin? Und natürlich, wenn eine Mutter erkennt, dass ihr Kind gar nicht allein unterwegs gewesen war, dann hat sie ja auch ein Baby verloren. Und ich denke, dass die Mama hier auch etwas zu betrauern hat. Ja? Und diese eigene Trauer, die ungeborenen oder dann geborenen Babys haben nicht nur ihre eigene Trauer als
über ein verlorenes Geschwister, sondern die spüren auch die Trauer der Mama, selbst wenn die Mama sie nicht so fühlt. Das heißt, die Kinder können von zwei Seiten her Informationen aufgenommen haben. Und wenn die Mutter als erstes ihren eigenen Anteil betrauert hat, und das würde ich jetzt machen, mit dem nicht geborenen Baby ins Gespräch gehen. Das klingt ein bisschen spooky, aber aus meiner Erfahrung weiß ich, dass solche Dinge möglich sind, und die Mütter merken das auch, und es ist wirklich ein liebevoller Ansatz. Mhm. Und auf die Art und Weise kann man erstmal das dem verlorenen Baby mitgeben, was man ihm in echt gerne mitgegeben hätte, was gar keine Gelegenheit gefunden hat, um hier dann einen Frieden zu finden, und beide können sich adäquat verabschieden, ja, sodass dieser dunkle Anteil der Gebärmutter auch ausheilen kann. Das ist im Übrigen auch etwas, was bei Frauen, die Kinder verloren haben, also wo es zu keiner weiteren Fortsetzung der Schwangerschaft gekommen ist, was auch hier wirklich einen tieferen Frieden bringen kann. Also so Gesprächstherapien sind sicher ein Teil. Das greift eine andere Schicht auf und ermöglicht einen ganz anderen Raum nochmal. Ja. Ja. Weil du diese Sternenkinder, wie sie ja gern genannt werden, also die vorgeburtlich wieder zurückgehen, ansprichst. Worin siehst du, die Frage kommt mir jetzt wirklich spontan, wo siehst du den seelischen oder feinstofflichen Unterschied von einem Sternenkind und einem verlorenen Zwilling? Was ist der, das sind ja zwei Welten auf eine gewisse Art und Weise. Und wie gesagt, mir kommt die Frage jetzt völlig spontan. Hast du da einen Impuls dazu? Also die Erfahrung, die ich jetzt auch selber mitbringe in die Arbeit, mein Kind, das ist so ein Satz, den ich, also ich muss jetzt hier zurückspringen in der Zeit und aus meiner Erfahrung reden, wenn du mich auf Seelenebene ansprichst und auf, ich habe dich so verstanden, so eventuell auch Aufgaben, die Kinder mitbringen könnten. Ja, für den einen ist es wichtig hinzuschauen, was ist für eine Botschaft, für eine Aufgabe, und für den anderen ist es einfach vielleicht ein anderer Zugang gerade wichtig. Ja, ich denke, dass wir hier individuell gucken können. Ja? Im Gespräch mit den Kindern lässt sich das schon rausfinden, wobei ich nicht weiß, das ist individuell, ob es für die Frau selber relevant ist, eine Aufgabe ihres Kindes zu entdecken. Ich bin der Ansicht, das ist das, was ich erfahren habe in den Bindungsförderungssituationen, dass Frauen ganz spontan und ganz von alleine sagen, ja, dieses Kind ist einfach nur gekommen, um ja einerseits das eine Kind zu begleiten, oder es ist gekommen, um, was weiß ich, vielleicht auch eine doppelte Portion Hormone am Anfang mit in das System zu tragen. Ah. Mein eigenes Kind, das ist ja ein Sternenkind, kein Zwillingskind, das ist ein 18-Kind, das ist alleine gekommen. Aber dieses kam, hatte sich mit einer Krankheit geschmückt. Dieses ist mit einer Aufgabe gekommen. Das hatte nie die Absicht, geboren zu werden. Das hat es mir pränatal auch mitgeteilt, dass ich hier nicht die großen Veranstaltungen machen muss. Ich habe es natürlich trotzdem getan, mich vorbereitet und drumherum auch alles geplant. Sie hat mir gesagt, das vorgeburtlich ist nicht notwendig. Sie wird nicht lebend zur Welt kommen. Aber wie du mich vorher schon gefragt hast, wie es mit dem Vertrauen in die Intuition aussieht, und ich war viel zu rational, um dem wirklich Glauben zu schenken. Ja. Das ist ja auch eine große, wie soll ich das sagen, also eine Begegnung, was für eine Dimension von diesem kleinen Wesen diese große Botschaft überbracht zu bekommen. Ja, oder? Ich hatte auch, für mich war es so, dass ich auch, bei mir hat es nicht gereicht, einen einzigen Kontakt für die ganzen Informationen. Das gehört mit eben in diese Geschichte, dass ich immer wieder in den Kontakt gerufen wurde. Ich konnte den auch nicht selber herstellen. Also das hat da nicht funktioniert. Das war, aber es ist, ich habe es so empfunden, dass es eine ganz spezielle Angelegenheit gewesen war.
und mein, ja, um für mich ein paar Infos mitzubringen. Und jetzt. Und im Zuge der Trauer einer Mutter, die ihr Kind verloren hat, eine Möglichkeit wirklich in Kontakt zu gehen und den Schatz zu bergen, der dort für beide wartet, ja. Oder? Also den, grundsätzlich kann ich sagen, dass es für die Frauen generell ein Schatz ist, nochmal mit den Kindern in Kontakt zu gehen. Ja? Und das findet normalerweise so nicht statt. Also es ist in meiner Begleitung mehrfach vorgekommen, dass Frauen jetzt vor der aktuellen Schwangerschaft Fehlgeburten hatten. Und mir sagten, dass die verarbeitet sind. Und sich dann während der Bindungsförderung aber gezeigt hat, dass da noch Themen offen sind. Okay. Und wir dann eben dem momentan aktuellen Baby im Bauch gesagt haben, Schätzelein, du darfst dich ja in eine Hülle begeben im Augenblick. Mit Mama ist jetzt nochmal ein anderes Thema dran. Und dann gehen wir nochmal zu dieser Geschichte zurück. Ja. Und nach einem solchen wirklich Gespräch, möchte ich fast sagen, und da kann ich nicht sagen, wie das Gespräch verläuft, weil jede Mama, jedes Baby im Paar hat seine ganz eigene Kommunikation und seine ganz eigenen Inhalte. Ich kann nur begleiten, ich kann es nicht machen. Ja. Aber das bringt Frieden ins System, ja. Ja. So schön. Ja, das ist schön. Also es ist auch wenn das traurige Themen sind, aber diese Trauer transformiert sich auf die Art und Weise. Die Frauen sind dann, also es fließen Tränen, ja. Natürlich. Aber die Frauen sagen dann, das sind Tränen der Berührung, ja, das sind keine Tränen der Trauer. Die haben eine völlig andere Qualität. Ja, ich finde es ist für mich, ich bin da mal sehr, sehr dankbar, dabei zu sein und zu sehen, wie sich das transferiert. Und das erinnert mich dann auch immer mal wieder an mein eigenes, an meinen Ursprung. Ja. Ja. Ohne das Erlebnis würde ich das auch nicht so. Ja, und was hast, also ich meine, du legst ein wundervolles Fundament mit der werdenden Mutter für dieses neue Leben. Und das ist ja eine wunderschöne Arbeit, die du da machst und erlebst. Also ja, also würde mir gefallen. Ja, kann ich mir toll vorstellen. Ich glaube ja auch, dass das überall Früchte trägt. Also so wie ich auch mitbekommen habe, sind viele Frauen jetzt, die Bindungsförderung, Bindungsanalyse selber am eigenen Leib erlebt haben, so unterwegs, dass sie das weitergeben wollen. Glaube ich. Ja, das ist eine wunderschöne Arbeit, wobei ich auch inzwischen sehr, sehr froh bin über die Erfahrung, die ich mitbringe, weil es können auch Themen auftauchen, wenn man die überfordern können in der Begleitung. Okay. Und wo man die Frauen dann zurücklassen muss und nicht mitnehmen kann, wenn der Hintergrund so. Ja, es ist gut, einen stabilen Hintergrund zu haben. Ja. Ja, und es ist ein Selbsterfahrungsweg, oder? Und der sicherlich Supervision braucht und dass man einfach immer weiter nachreifen kann in dieser Qualifikation zu begleiten. Ja, okay. Wenn man begleiten möchte, ist denke ich vor allen Dingen viel, viel Selbsterfahrung, weil es ist das ja nicht nur diese eine Erfahrung, weil das Potenzial der vielen Erfahrungen möglich ist, wenn man begleitet. Dann bekommt man nicht nur Leute in die Begleitung, die gleiche Erfahrung teilen, sondern die ganz anderen Hintergrund haben können. Ja, ja. Ja, und okay. Ja. Du bildest ja auch für den Bereich Sensibilisierung Zwillingsverlust aus. Du machst ein Seminar dazu. Du hast, glaube ich, es gerade erst gegeben, ja, gell? Ja. Mhm. Dieses Wochenende war ein Zwillingsseminar. Es ist kein Zwillingsseminar für Betroffene, sondern Zwillingsseminar für Therapeuten, die eben auch das wahrnehmen, dass Menschen, die einen Zwilling verloren haben und
die Therapeuten ganz normal in ihren therapeutischen Settings aufpoppende Themen dann sich als Zwillingsthemen kristallisieren, beziehungsweise wo sie das Gefühl haben, es könnte ein Zwillingsthema sein. Und dann ist es einfach gut, ein Handwerkszeug bei der Hand zu haben, zu gucken, okay, ist es ein Zwillingsthema? Wie kann ich das prüfen, ob es ein Zwillingsthema ist? Und mit welchem Handwerkszeug komme ich da durch? Welche Prozesse sind da zu durchlaufen? Und wenn ich mache es auch Verbindungsanalytiker speziell, weil wir haben ja einen begrenzten Zeitrahmen und innerhalb dieses Zeitrahmens können solche Themen auftauchen. Da hat man da nicht so die therapeutische Zeit, ne? Ist nicht Open End, sondern man muss das innerhalb kurzer Zeit bearbeiten können. Und dafür hat sich einfach aus dieser Erfahrung heraus so ein, ja, ein Werkzeugkasten entwickelt, den ich mitgebe, wo man noch eine schnelle erste Hilfe leisten kann. Es geht, also es klingt an Sensibilisierung von begleitenden Therapeuten oder auch im sozialen Bereich. Wir sind ja an der Schwelle zu dem Thema, wie soll ich sagen, Reproduktionsmedizin, die auf uns die schon da ist und stärker wird und in dem Zusammenhang ja auch die Zwillingsthematik in ein neues Licht rückt, sicherlich. Je mehr Sensibilisierung da ist, umso besser kann man mit dem Thema umgehen. Wie siehst du das aus deiner Warte? Also dieses Zwillingsthema ist tatsächlich hochvirulent in diesem reproduktiven Kontext, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Also es gibt Studien, die sagen, ungefähr 30% aller aus IVF geborenen Kinder waren zu Beginn Zwillingskinder. Zugegebenermaßen meistens zweieiige Zwillinge, aber energetisch scheint das trotzdem einen möglichen Einfluss zu haben. Ich möchte mich darauf nicht festlegen, weil ich das nicht sicher sagen kann. Von eineigen Zwillingen lässt sich das eher sagen wie von zweieigen Zwillingen. Aber es gibt auch Embryonen, die transferiert werden, die sich dann weiterteilen und auch eineige Zwillinge, also es können aus zwei, macht drei oder noch mehr werden. Das ist die eine Variante, wo viele Kinder dann eigentlich eine Zwillingserfahrung mit ins Leben bringen. Ob das Auswirkungen hat, sei mal dahingestellt, aber die Grunderfahrung ist potenziell möglich. Es geht ja auch bei den zweieigen Zwillingen darum, die haben schon ihre eigene Eizelle, ihre eigene Kapsel und ihre eigenen Einnistungsplätze in der Gebärmutter. Und weil sie die eigenen haben, sind bei diesen zweieigen Zwillingen die Mama schon die ersten sozialen Gegenüber. Aber es können sich auch eineiige Zwillinge sehr dicht beieinander einnisten. Und so können hier auch enge Verbindungen zwischen den Kindern entstehen, auch bei zweieigen. Und deswegen möchte ich das gar nicht aus dem Raum stellen, dass auch zweieiige Zwillinge hier ein Verlusterlebnis haben können, das Spuren hinterlässt. Aber es geht ja um Energie und Kommunikation. Ja, Zell-Zell-Kommunikation, ganz genau. Das teile ich mit dir. Wenn man mit Leuten zurückgeht, dann ist es spannend, also regressiv zurückgeht, dass es hier... Ich weiß nicht, also als Bewusstsein kann man es ja nicht bezeichnen, wenn wir die normalen Kriterien anlegen, ja, also die geläufigen Kriterien anlegen, dann darf man aus wissenschaftlicher Sicht nicht von Bewusstsein sprechen. Aber ich persönlich habe die Hypothese, wir haben hier Zellen. Und Zellen können Zellverbände bilden. Und Biologen sprechen, wenn viele Zellen zusammengehen, auch von einem sozialen System. Und die verfolgen auch Interessen. Ja, die können sich zusammenschließen, um Lebensräume zu erschließen, um an Nahrungsmittel ranzukommen. Und das sind die frühen Interessen, die wir haben. Ja, wenn wir als Menschen... basale existenzielle Interessen. Insofern räume ich, also aus dieser Perspektive,
kollektive Selbstzellen ein soziales Bewusstsein ein. Ich erlaube mir einfach davon zu sprechen, weil ich glaube sogar, das ist der Punkt, Handlungsweisen sind. Das ist kein Ich-Bewusstsein im Sinne von dem, was wir normalerweise als Bewusstsein definieren, sondern das ist diese soziale Interaktion, das ist dieses Bezogensein. Das ist Bezogen eine andere Dimension, also Ebene, keine Ahnung. Ja, es ist eine andere Ebene, es ist Kommunikation. Ja. Und ohne diese Kommunikation kann Leben kaum stattfinden. Also es löst sich eben sehr schnell wieder auf. Und wir wissen, dass sobald mehrere zusammenstehen, dann verändert sich das Potenzial. Aber natürlich ist es immer in Kommunikation auch mit der Umgebung. Ja. Und die Informationen werden integriert. Und durch diese Integration von Informationen werden die Funktionen in der Zelle beeinflusst. Wenn es mehrere sind, werden mehrere gleichzeitig beeinflusst, was das Wirkungspotenzial erhöht. Und wir haben heute mehr Wissen über Funktion von Zellen, über die Epigenetik, die ohne dass die Gene selbst in ihrer Reihenfolge, in ihrer Struktur verändert werden müssen, zu unterschiedlichen Funktionen kommen. Führen, ja. Genau. Mhm. Also es sind so regulative Mechanismen. Und hier auch bei der Epigenetik gibt es verschiedene Ebenen nochmal. Also es ist nicht ein An-Aus, sondern es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Zeitpunkte, wo hier Funktionen verändert und angepasst werden. Okay. Und zurückzukommen auf die Reproduktionsmedizin. Genau. Ich lasse es bei dir. Ich wollte nur den Bogen wiederherstellen. Das war ein Exkurs. Der andere Punkt bei der Reproduktionsmedizin ist, dass man, um eine Baby-Take-Home-Rate zu erzielen, also dass Frauen überhaupt an ein Baby rankommen, man eben denkt, okay, dann pflanzen wir mehrere Eizellen ein, dann hat wenigstens eine die Chance, zu einem Kind heranzuwachsen. Mitunter ist es aber so, dass dann nicht nur ein Baby wächst und die anderen gehen verloren. Also das wäre auch Zwillingsthema oder Mehrlingsverlust, Kinder. Ja. Aber wir haben ein anderes Thema noch, dass die Möglichkeit besteht, dass mehrere zu Embryonen heranwachsen, zu Föten heranwachsen. Ab der 8. Woche spricht man dann von Fötus, wenn die Organentwicklung abgeschlossen ist. Ja, ich glaube, es ist korrekt. Dass man dann überlegen muss, okay, Zwillingsschwangerschaften, wir haben ja jetzt bestehende Zwillingsschwangerschaften und keine Verlustschwangerschaft, die stellen ein Risiko dar, ein Entwicklungsrisiko für das individuelle Leben des jeden Einzelnen. Und man weiß, dass zum Beispiel Zwillinge häufig früher geboren werden, dass sie geringeres Geburtsgewicht haben, dass sie auch ein höheres Risiko haben für Entwicklungsstörungen. Sie haben, wenn sie dicht beieinander einnisten, unter Umständen ein Problem, dieselbe Plazenta versorgungstechnisch zu beanspruchen und dass es hier Entwicklungsdifferenzen geben kann. Also alles in allem. Einfach Mehrlinge bergen ein höheres Risiko für Komplikationen, Schwangerschaftskomplikationen, Geburtskomplikationen, auch für die Mama. Und um hier die Überlebenschance eines Kindes zu erhöhen, wählt die Medizin, ich habe es kürzlich gelesen, die therapeutische Praxis der Reduktion. Ja, Reduktion bedeutet im Klartext, dass hier einzelne Kinder dem Tode zugeführt werden, um die Überlebenschance eines lebenden Kindes zu erhöhen. Und gut, das findet jetzt nicht regelhaft statt, das findet statt. Also ich habe mal so eine Zahl nachgelesen, dass 2014 etwas über 200 Kinder 200 Schwangerschaften, bei 200, über 200 Schwangerschaften Reduktionen durchgeführt wurden. Okay. Und das ist jetzt so eine offizielle Zahl. Die inoffizielle mag höher sein, ich weiß es nicht. Vielleicht wird auch im Ausland hier noch anderes gemacht. Das ist eine tragische Sache für die überlebenden Kinder. Mhm. Eben. Und für die Mutter. Und für die Mutter.
Ja. Und letztendlich eigentlich für uns alle als Gesellschaft, wo das keinen Raum bekommt. Also. Ja, also was mir auffällt, ist, dass wir nicht mehr gut in der Lage sind, tief zu fühlen. Genau. Ja, wir sind sehr abgelenkt von kognitiven Informationen. Mhm. Und das Spannende daran ist, je häufiger Menschen solche kognitiven Informationen bekommen, umso eher glauben sie sie. Spannend ist aber, wenn man ich hatte in meiner Praxis auch schon Medizinerinnen, und also die arbeiten im Bereich Schwangerschaft und Geburtshilfe. Wenn man sie einlädt, in den vorgeburtlichen Raum zu gehen und ihnen diese Perspektive des Werdens, also wirklich der Embryonalentwicklung, der Einnistung, des Werdens aus dieser Perspektive vermittelt, so wie wir das vorher gesagt haben, die soziale Komponente auch schon auf der Zellebene thematisieren, dann passiert was ganz Spannendes, ja. Also ein Satz, den ich in diesem Zusammenhang gehört habe, war, von meinem schulmedizinischen Gehirnhaus ist das, was wir hier gerade tun, unmöglich. Aber ihr ganzer Körper, ihre ganze Seele sagt, es fühlt sich einfach so richtig an. Und ja, wenn wir das jetzt auf das Reproduktionsmedizinische beziehen, dann geht uns hier etwas ganz Bedeutsames verloren, wenn wir das so runter reduzieren, weil die Ungeborenen, also man könnte ja sagen, ja, die wachsen von alleine, ne? Alle Kinder, die nicht verloren gehen, und es ist auch eine ganz wichtige Information an die Frauen, dass sie sich nicht immer ein schlechtes Gewissen machen brauchen, auch weil Babys, die bleiben, die sind kräftig, die wollen auch, ja. Die haben einen ganz starken Lebenswillen. Und ihr Körper, der bietet das auch an. Also selbst eine Mama, die gelegentlich mal hadert mit ihrer Schwangerschaft, ja, und Schuldgefühle hat, darf man trotzdem sagen, dass ihre Gebärmutter, die sie da trägt, so viel positive Energie immer noch in sich trägt, um dem Baby den Raum zu geben, es wachsen zu lassen. Ja, okay. Also das möchte ich schon auch noch mitgeben. Aber lass uns zurückgehen zur Reproduktionsmedizin, dass hier, also auf der einen Seite ist es ein großer Schatz für die Frauen, die Reproduktionsmedizin zu haben, weil es ihnen die Welt eröffnet, ein Kind bekommen zu können. Ja, ich kenne durchaus sehr glückliche junge Familien. Ja. Genau, genau. Mhm. Und aus dieser Perspektive ist es eine ganz feine Sache. Mhm. Was schade ist, ist, dass hier die Seele eben so lange keinen Raum kriegt. Ja, man hält es oft noch ganz, also die Beziehung zum Baby hält man oft noch lange zurück, bis es sich über die 12. Woche hinaus die Schwangerschaft besteht. Ja, das hat man auch bei den normalen Schwangerschaften, aber bei den reproduktionsmedizinischen kann man ja sehr, sehr früh schon anfangen, hier die Gebärmutter vorzubereiten, die Seele auch einzuladen. Mhm. Ja, das ist auch etwas, was wir den Frauen in der Kinderwunschbegleitung, wenn sie vorher schon kommen, sagen, haben Sie Ihr Baby schon eingeladen? Wie eingeladen. Oh, ist das schön. Ja? Oh, ja. Ja, also es geht nicht nur darum, dass der Körper oder dass die Gebärmutter mit Hormonen präpariert werden muss, um zu funktionieren, sondern ja, wenn man den ganzen Prozessen von Anfang an mehr Seele einhauchen kann, dann kann man so auch eine reduzierte medizinische Prozedur ganz anders mit Leben füllen. Also so. Ja, eine andere Wahrnehmung, eine andere Gestaltung. Und ich bin der Überzeugung, wenn man auf die Art und Weise an eine reproduktionsmedizinische Behandlung rangeht, dann sind die Babys auch, können sich leichter anbinden.
ja, können auch leichter bleiben. Vielleicht gehen dann auch nicht so viele Eizellen wieder verloren. Vielleicht bleiben dann auch mehr. Ja. Ich denke, alles, was in Kommunikation ist, ist im Fluss, und selbst das kann wieder Energie geben, dass sich das natürlich regelt, oder? Ja, genau, einfach, ja. Ja, dass es Raum bekommt, den Gang zu nehmen, den es nehmen möchte. Ja, 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 du hast vollkommen recht, ja. Ja. Du hattest mir die Frage aber gestellt im Kontext von Zwillingsverlust und unter Umständen Tragik für die Babys, die damit konfrontiert sind. Yeah. Und ja, ich habe hier tatsächlich auch in meiner Praxis die Situation gehabt, eine Mama begleiten zu dürfen, die den Mut hatte, ja, sich zu öffnen, wo die Ärzte sagten, sie trägt Zwillinge und eines ihrer Kinder ist so schwer krank, dass es das zweite Kind gefährde. Und man hat ihr dann wirklich ein Fetozid nahegelegt und sie haben eingewilligt, aus der Not raus. Ja. Aber es ist für die Frau wirklich sehr, sehr schwer zu tragen, ja. Auch für den Vater auch, aber für die Mutter auch, weil sie die Prozedur über sich ergehen lassen muss und weil sie es aushalten muss und weil es für sie dann sehr schwer ist, auf der einen Seite dem Tod zuzustimmen und gleichzeitig dem Leben zuzustimmen, ja, weil sie trägt dann im Anschluss, wenn man die Schwangerschaft fortsetzen möchte, du kriegst Sonne ab. Ja, ja. Die kommt jetzt rein. Genau, diese Schwangerschaft von ihrer Seele her zu halten. Ja? Also diese Balance zu halten, die innere. Und es war sehr spannend, für mich spannend, aber auch sehr, sehr liebevoll, wahrzunehmen, wie hier schon während der Schwangerschaft die ganzen Thematiken Raum bekommen können, die mit Zwillingsverlust, wenn er denn im Erwachsenenleben auftaucht, ja, diese Punkte wie Schuldgefühle haben, sich keinen Raum nehmen können, dem anderen eventuell was angetan zu haben. Diese ganzen Dinge, die sind da vorgeburtlich schon zur Sprache gekommen. Und die Mutter muss sich ja von... Das hast du begleitet, oder? Ja, also so sehe ich das. Ja, 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 ich war gebeten worden zu begleiten und aufgrund von meinem Hintergrund, ich meine, ich habe mein Kind ja auch zu Tode begleitet und es war auch ein krankes Kind, war ich da auch wirklich gerne dazu bereit, den Weg zu gehen. Ja, es war spannend auf der einen Seite mit dem, die Mutter dabei zu begleiten, ihren Kontakt mit dem da verstorbenen Kind zu bearbeiten, gleichzeitig die Bindung zum lebenden Kind auch weiter zu vertiefen, das lebende Kind dabei zu unterstützen, seine Trauer über sein verlorenes Geschwisterkind dem Raum zu geben, seine Trauer zu erlauben, es zu trösten. Also die ganzen Aspekte, die da drin enthalten sind. Also das Ungeborene sagte zum Beispiel, dass es wütend gewesen sei, weil man ihm sein Geschwisterkind genommen habe. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt, und der ist wichtig, der tauchte immer wieder auf, mein Geschwister durfte nicht leben, ja, muss ich jetzt auch wieder gehen? Genau. Ja, weil durch diesen Fetozid, der, also ich will es gar nicht, wie soll ich sagen, nicht bewerten, ja. Ich kann diese ganzen Argumente gut nachvollziehen und es hat seine Berechtigung aus dieser Perspektive raus. Darum geht es nicht, ja. Sondern es geht wirklich darum, Dinge, die hier unheil geworden sind, Raum zu geben, dass es heil werden kann und dass alle Aspekte
Platz kriegen können. Genau. Und sowohl eben auch die Wut, hallo, ihr habt mir mein Geschwisterkind genommen, ja? Ich habe jetzt niemanden mehr zu spielen und hier drin ist es plötzlich ganz still geworden. Vorher war hier noch Leben und jetzt ist hier Totenstille. Ja? Das Kind ist einsam. Mhm. Das ist eine Einsamkeit, die war vorher nicht da. Mhm. Und weil es diese Gemeinsamkeit schon gespürt hatte, das war ja nicht am Anfang der Schwangerschaft, die beiden spürten sich auch körperlich schon, ist das eine gefühlte Einsamkeit und die Kinder waren aufeinander bezogen und noch nicht auf die Mutter in dem Maße. Ja, also ja, hier gibt es verschiedene Aspekte, die berücksichtigt werden müssen und auch sollten. Genau, weil es wirklich sein, also passieren kann bei Zwillingsverlust, dass ja die Brücke zur Mutter gar nicht vollzogen wird, weil es da so stagniert an diesem Punkt. Ja, genau. Also das ist etwas, was man aus der Begleitung von den Erwachsenen kennt, dass die in ihrer traumatischen Situation gefangen bleiben. Ja, genau. Also mir ist aufgefallen, es sind vor allen Dingen zwei Situationen. Entweder das Sterben, der Prozess des Sterbens, der dann mit Panik und Erstarrung bleibt, oder dieses nach dem Tod, dieses im Alleinesein hängen bleiben, dann ist es mit Trauer, mit so einem depressiven Zustand gekoppelt. Und das eine ist eine Schockerfahrung oft und das andere ist so eine Parallelwelt, die dann wie so eine Parallelblase, in die man verfällt. So. Ja, und es ist nicht mehr, dass man immer zugänglich kann, keinen Kontakt mehr eingehen. Genau, also da fehlt die Andockung wieder und dieses Zurückfinden wieder des In-Beziehung-Gehens. Also es sind so Prozesse, die man verfolgen kann. Oder wenn wir jetzt ausgehen von einer normalen Schwangerschaft, einer normalen Zwillingsschwangerschaft, dann ist ja so, dass entweder die Zwillinge sowieso miteinander starten, als eineiige Zwillinge, oder dass sie als zweieiige Zwillinge dicht beieinander starten, oder wenn sie getrennt einnisten, dass sie dann so nach und nach zusammenfinden im Raum. Ja, dass wir hier ganz unterschiedliche Erfahrungswelten haben, aber im allerersten geht es um diese, wenn wir jetzt biografisch schauen, ja, nicht in der Verarbeitung, sondern biografisch schauen, ist ja der erste Anteil, das Gemeinsame zu spüren, ja. Genau. Das ist so dieses, die Seelen finden sich, dieses Verbundensein, dieses Vertraute, was im Übrigen nicht alle Zwillinge haben, ja. Also ich habe gemerkt, dass es Zwillinge auch, wenn bei der Nachbearbeitung von Erwachsenen, dass sie nicht immer diese Empfindungen haben müssen, sondern dass es sein, ja, ist gut, der ist da, ich bin auch da, alles in Ordnung. Aber genau, da spielt dann meistens der Tod eher eine besondere, diese Erfahrung mehr Bedeutung, das überschattet alles andere. Aber selbst wenn man da wieder sowieso, wenn man da davor geht, dass die Verbindung gar nicht so auch in der Intensität war. Kann sein, muss aber nicht. Genau. Aber biografisch gesehen ist zuerst diese Verbundenheit. Ne? Mhm. Dann ist die Zeit, wo einer sich verabschiedet, also wo so die Phase des Sterbens, des Verlustes ist. Die nächste Phase ist dann dieses, sich abwenden können müssen. Ja? Um ins Leben vorwärts zu gehen, muss dieses Abwenden stattfinden. Wenn das nicht stattfindet, geht der Weg nicht nach vorne. Das heißt, von dem trennen können muss dann die Situation des Alleinseins bewältigt werden können, also auch den Raum einnehmen in der Gebärmutter und der letzte Schritt, die Wiederanbindung an die Mama. Das sind so die Phasen, finde ich, die man festmachen kann. Und all diese Phasen, ob sie vollzogen sind oder nicht, spiegeln sich im realen Leben dann wieder. Die kann man wirklich lesen wie Blindenschrift. Ja, genau, die kannst du lesen. Und jetzt, das sind so die Dinge, die ich in der Fortbildung vermittle. Wie sind die Phasen und wie kann man in den einzelnen Phasen reframen? Wie kommt man wieder wohin? Und wie kommt man aus diesen einzelnen Phasen raus in die nächste Phase rein? Okay. Ja. Und in der Begleitung können wir eben dann, wenn wir eine Schwangere haben und es ist ein Zwillingsverlust bekannt, können wir gleich vor Ort direkt unmittelbar in der Situation die Trauer der Mama, die Trauer des Kindes, die Phase der Wut, aber auch nochmal die Anbindung zwischen den Kindern, ja, kann man das alles begleiten, sodass das einfach auf einer anderen Ebene schon im Vorfeld bearbeitet werden kann
Und bei dieser Begleitung beispielsweise konnte man beobachten, dass auch das verstorbene Baby über eine gewisse Zeit gesagt hat, ja, wenn ich mich jetzt hier aber zurückziehe, werdet ihr euch überhaupt noch an mich erinnern? Hm. Und die Mama dann vorgeschlagen hat, was hältst du davon? Wir basteln eine Kerze und die Kerze zünden wir immer wieder zur Erinnerung an dich an. Ist das gut? Und das Baby meinte dann, ja, das ist großartig. Ja, so habe ich das Gefühl, ich gehöre noch dazu. Und irgendwann spürte die Mutter, dass das Baby auch von seinem Wesen her nicht mehr so dicht dabei ist, sondern dann sagte, ich gucke euch jetzt von einer anderen Perspektive zu. Ja, also das, was ich vorher gesagt habe, was wir bei den Erwachsenen sehen können, konnte ich eins zu eins während der Schwangerschaft beobachten, dass das durchlaufen wird. Und das war für mich auch beeindruckend und lehrreich. Und ich bin dieser Frau sehr, sehr dankbar, dass sie mir die Gelegenheit gegeben hat, das lernen zu dürfen. Und das gesunde Baby ist ausgetragen bis zum letzten Tag. Also es ist ein erhöhtes Risiko auch für die Kinder, für die Lebenden, wenn ein Fetozid durchgeführt wurde, dass die Schwangerschaft komplett verloren geht oder auch eben früher zu Ende geht, weil die Versorgung nicht so gut ist. Die Frauen sind ja auch einem ganz anderen Stress ausgesetzt. Ja. Ja. Gibt es da auch Vergiftungserscheinungen eventuell im Fruchtwasser oder solche Dinge? Es muss nicht. Auch hier kommt es darauf an, in welchen Zwillingskonstellationen diese Zwillingssituation gegeben ist. Wenn die Kinder sich die Plazenta teilen oder auch dicht beieinander sind, dann haben wir hier auch Membranen, die aneinander liegen, wo Abbauprodukte transmittieren können, durchdringen können. Und du weißt es wahrscheinlich schon, dass überlebende Zwillinge jetzt, wenn sie erwachsen sind, wenn man da hinkommt, dass die häufig Übelkeit oder auch Ekel oder sowas als Körperempfinden zeigen und dass das eine Auswirkung haben kann. Man weiß auch aus Studien, dass Kinder selbst in der Frühschwangerschaft, im ersten Trimenon, verloren gegangene Zwillinge mit einem erhöhten Risiko für für neuronale Schädigungen damit einhergehen. Also diese Abbauprodukte können für den überlebenden Zwilling Konsequenzen haben. Gott sei Dank trifft es nicht jeden, aber potenziell ist dieses Risiko gegeben, ja. Aber allein durch unser Verbleiben in diesem Raum, unser Sprechen in diesem Raum oder über diesen Raum, bekommt er Bedeutung. Ich merke so richtig, wie er aufgeht und wie er sich in seiner Präsenz und Wichtigkeit zeigt. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du so ein schönes, gutes, tolles Sprachrohr bist aus diesem Raum und in diesen Raum hinein. Und erlebt dich in einer wunderbaren Kombination aus geschulter Psychologin und fühlender, verbundener, ja, weiser Frau. Ach, danke schön. Ich schon sagen, echt. Dankeschön. Das sehr gebe schön. Ich aber auch gerne, gerne zurück. Schön, schön. Fehlt uns noch was? Du hattest mich vorhin mal gefragt, ob ich den Schwangeren was mitgeben wollen würde, ja. Aha. Und ich würde ihnen mitgeben wollen, dass Ad1, aber das trifft jetzt nicht nur auf Zwillingsfrauen zu, sondern dass sie die Gelegenheit nutzen, diese pränatale Entwicklungszeit, dass sie die mitnutzen auf einer ganz, ganz tiefen Ebene, also wirklich eine Begegnung in der Gebärmutter, dass sie sich dazu einladen lassen, weil wenn man das jetzt mal aus der Selbsterfahrung ausprobieren möchte, also ich lade auch die Frauen ein, wenn sie Lust haben, mal so eine Begleitung, sich selbst als vorgeburtliches Kind nochmal zu spüren, um zu erfahren, wie sich das anfühlt, unterschiedliche Zuwendungsqualitäten kennenzulernen, um zu spüren, ja, das hat eine Bedeutung und es verändert etwas an der Energie, es verändert aber auch was am eigenen Körperempfinden, wenn ich mich meinem Kind zuwende.
Ja, und ich möchte auch jeder Frau, die jetzt nicht schwanger ist, durchaus das nahelegen, sich einfach diesen eigenen Geburtsvorgang nochmal, also da wirklich nochmal reinzugehen. Weil bei mir war es so, dass sich mein Selbstbild um 180 Grad gedreht hat ab da. Mhm. Also allein zu spüren, dass meine Geburt in einer ganz anderen Energie erfolgt ist als meine, was weiß ich, wo diese blümchenhafte Fantasie herkam, in der Gebärmutter ist es immer glucksig und so schön, so, das ist so eine heile Weltfantasie gewesen. Und es war einfach anders, vom Erleben her. Ja, ja, das Spannende, aber auch, ich finde auch ein Stück weit dramatische, kann sein, wenn die, also die armen Frauen heute, ja, wenn wir über pränatal reden, dann muss eigentlich jede Frau denken, ich traue mich nicht mehr, ein Kind zu kriegen jetzt, weil je mehr ich darüber erfahre, umso mehr beeinflusse ich ja unter Umständen mein Kind. Ja, und nee. Ich denke, Moment, hier drin steckt eine riesen Gelegenheit. Und es geht auch nicht darum, keine negativen Gefühle mehr zu haben, um die Schwangerschaft zu schützen, sondern es geht darum, dem Kind, also zu differenzieren, dem Kind die Gelegenheit zu geben, sich von der Mutter zu differenzieren. Das ist eine Aufgabe, die, also eine Schwangerschaft dauert nicht umsonst 9 Monate. Mhm. Es geht nur um Wachstum und körperliches Wachstum. Es geht auch darum, dass eine Mama Zeit genug hat, sich zu entwickeln, dass die Mama-Baby-Beziehung genug Zeit hat. Erstmal, die sind ja ein Stück weit eins, ja, aber Mutter und sie sind. Die einen sagen, ja, sie sind eins. Die anderen sagen, nein, das sind getrennte Systeme. Und ich denke, das eine ist wahr, das andere ist wahr. Ja, und noch wahrer ist beides. Schön. Und bedeutsam ist daran, dass man, wie soll ich sagen, hier pränatal differenziert. Das hat auch ganz viel mit Zwillingen zu tun. Ja, eine Mama, die gut gebären möchte, soll die ihrem Ungeborenen signalisieren können, hallo, die Gefühle, die du spürst, die ich habe, die ich in mir trage, ja, meine Trauer, du spürst die auch, meine Wut, du spürst die auch, mein Stress, du spürst das auch. Das ist richtig, ja, du spürst es, du spürst meinen Herzschlag, der ist aufgeregt, du spürst meine angespannten Gefäße, meine harte Gebärmutter, aber Baby, das sind meine Gefühle, ja, du musst wissen, diese Gefühle haben ihren Ursprung in der und der und der Situation. Und die Situation hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Ja, sind nicht deine. Aber du spürst sie, du musst sie dir nicht zu eigen machen. Mhm. Ja. Und nicht tragen. Ja. Du sollst sie nicht tragen. Genau. Ja. Ich bitte dich, lass sie bei mir. Auch wenn du sie spürst, nimm sie wahr, sie gehören zu mir. Das sind meine, ja. Mhm. Ich kann es nicht ändern, dass du sie spürst. Und wir wissen aus der Bindungsförderung, wenn die Mama erklärt, hey, hör zu, du merkst, ich habe mich jetzt gestritten und ich bin total aufgeregt oder mein Chef hat mich geärgert. Ja, du spürst es, aber mach dir keine Sorgen. Ja, das ist meins, ich bin groß. Bindungstheorie, ne? Die Großen und die Kleinen, das ist wichtig. Ich bin die Große, ich kann das selber. Du musst dich nicht um mich kümmern. Ja, ich kann die Verantwortung für mein Leben selber tragen. Deine Aufgabe ist, die zu nehmen. Ja, deine Aufgabe ist, den Raum zu besiedeln, dir den Platz zu nehmen, dir die Nährstoffe zu holen. Ja, du darfst das alles tun. Und Frauen, die das jetzt gar nicht machen, ohne dass sie das wollen, fließt es halt einfach zum Kind. Da kann sie nichts dran ändern. Das ist halt so. Mhm. Ja? Aber sie kann ganz viel anders machen. Und zwar auf ganz einfachen, super liebevollen Weg geht es ganz leicht. Und wenn man jetzt Zwillinge beispielsweise im Bauch trägt, ja, dann kann man mit den Zwillingen auch, es ist auch etwas zur Bearbeitung vor dem Loslösen für Erwachsene, zu spüren, ich habe meine Augen, du hast deine Augen. Ich habe meine Nase, du hast deine Nase. Ja, ich habe meinen Mund, du hast deinen Mund. Das ist jetzt sehr oberflächlich. Ich mache das sehr viel differenzierter und sehr viel mehr aufs Spüren orientiert. Aber was man damit auslösen kann, ist zu spüren, ich bin eigenständig. Ja, ich bin nicht mit dem anderen ein einziges Konglomerat,
Für Zwillinge ist es wichtig, dass sie, wenn sie ihn verloren haben, abwenden können. Ja, es ist wichtig. Mhm. Für Kinder, die als lebende Zwillinge weiterwachsen, ist es gut, weil wenn die so aufeinander bezogen sind, dann ist es auch wichtig, dass sie sich als eigenständige Persönlichkeiten mal wahrnehmen. Und zwischen Mutter und Kind ist es wichtig, um gut geboren werden zu können. Ja? Wenn ich mein Kind als Teil von mir wahrnehme und dem Kind signalisiere, du bist ein Teil von mir, klingt das jetzt ganz liebevoll und ganz schön, hat aber den Haken, dass wenn es aus der Babyperspektive betrachtet anguckt, wie soll es denn gut geboren werden können, wenn es meint, ich bin immer vollständig, wenn ich da rausgehe. Deswegen ist es gut, diese Dinge ja so ganz gründlich und ganz fein anzuschauen. Ja. Eine große Ordnung herzustellen. Was gehört wem? Ja, das ist dein Thema, ist auch mein Thema. Welten ordnen, genau. Ja, genau. Und Grenzen erlauben. Ja, Grenzen sind was ganz Bedeutsames. Wundervolles. Wir brauchen sie nicht nur zum Abgrenzen. Wir denken immer, oh, Grenzen ziehen ist was, was Unschönes. Ja, ja. Nein, wir können nur mit Grenzen spielen, wenn wir sie wahrnehmen können. Ja, wunderschön, genau. Und wir können nur wir ganz sein mit Grenzen, sonst sind wir ein Brei. Aber auch nur, wenn wir unsere eigene Grenze spüren, das ist auch etwas, was ganz Weichmachendes, finde ich. Wenn ich merke, aha, ich habe meine eigenen Sinnesorgane und mir die wirklich richtig bewusst mache, dann merke ich ja auch, welche Kapazitäten ich habe, ja. Ich brauche dann den anderen nicht so zwingend, um existieren zu können auf der einen Seite. Auf der anderen Seite spüre ich dann aber auch sehr schnell, dass ich von meinem Gegenüber nicht erwarten kann, dass er so ohne weiteres spürt, was ich spüre. Ja? Mhm. Und ich respektiere dann auch leichter seine Grenzen, weil mir meine wichtig werden. Und ich denke, da könnte man, glaube ich, eine ganze Menge an Konflikten sparen. Wenn da mehr Bewusstheit da ist. Ja, ja, apropos Bewusstheit, Ira, da fällt mir noch so ein Thema ein, das mir auch irgendwie, wo ich jetzt die Möglichkeit nutze. Ja, das machen wir jetzt noch. Das in die Welt zu tragen, weil wenn wir hier so reden in dem Grenzbereich zwischen Werden und Sein, und ich weiß ja, dass dieses Thema dann doch immer sehr als esoterisch abgelegt wird. Muss man durch, ja. Aber selbst die Wissenschaft hilft uns, weil wenn wir uns beispielsweise, man muss sich die Dinge immer genauer betrachten, ja. Die Eltern und auch die Mediziner denken immer, die vorgeburtlichen Kinder, die kriegen ja nichts mit. Ne? Die Hirnentwicklung ist ja noch nicht vollzogen. Und da, ich habe mir so im Rahmen natürlich meiner Recherchen die Hirnentwicklung schon ein bisschen genauer angeschaut, die Embryologie auch genauer angeschaut. Aber viele Wissenschaftler sprechen das auch so laut und deutlich aus, dass die Ungeborenen, wenn deren Gehirn noch nicht entwickelt ist, dass es nicht bedeutet, dass sie nicht wahrnehmen könnten. Weil die Gehirnentwicklung selber zeigt schon, welche Aufgaben pränatal anstehen. Ja, weil man entwickelt eigentlich in erster Linie das, was man benutzen kann. Und so ist ganz selbstverständlich, dass die Primärentwicklung den Vitalfunktionen gewidmet ist. Ne? Der Stammhirnanteil, so die basalen Hirnanteile, die dazu dienen, also auch die Kombination, den Anschluss an die Herzaktivität. Diese ganzen Dinge, die müssen funktionieren. Und die müssen eingeübt, eingespielt, da müssen die ganzen Verbindungen stehen. Das ist das, was unbedingt gebraucht wird. Ja. Die Plazenta übernimmt ja nur eine gewisse Zeit die Funktion. Das ist quasi der Organismus zunächst ausgelagert. Outsourcing würden wir heute neudeutsch sagen, Outsourcing von Funktionen. Aber in dem Augenblick, wo das Ungeborene die Organe entwickelt hat, werden auch Funktionen von der Plazenta nach und nach in den Organismus hereingeholt. Ne? Die Plazenta darf deswegen auch begrenzt altern, ohne das Leben des Kindes zu gefährden. Also sind diese vitalen Anteile, das ist das Erste, was am Gehirn entwickelt wird. Aber der nächste Anteil ist dann schon so die limbischen Bereiche, ne? die für die Kommunikation, für die Kommunikationsebenen relevant sind. Und hier können wir auch, wenn wir die Embryologie angucken, feststellen, dass hier hinten in dem Bereich, wo
ja auch die neuralen, die Nervenanbindungen sich entwickeln, da ist die Öffnung in Richtung Fruchtblase länger, ein ganz dünnes Häutchen geschützt. Also man könnte eigentlich die Hypothese aufstellen, dass hier Schwingungsinformationen erwünscht sind und aufnahmebereit, ne? Dass die relevant sind für die Entwicklung. Es war kurz das Internet kurz weg. Also diese Stelle ist, das konnte ich nicht verstehen gerade, die ist also offen, habe ich das richtig interpretiert? Ja, in der frühen Embryonalentwicklung entwickelt sich der Embryo von der ursprünglich mal 2- zu 3- blättrigen Keimscheibe und. Das Neuralrohr wird nach innen genommen und der oben und unten bleibt dieser Bereich noch etwas offen. Anschließend fangen an, die Hirnbläschen sich zu entwickeln. Das sind die Grundlagen, aus denen dann sich die einzelnen Hirnanteile entwickeln werden. Aber ein Zwischenbereich, das ist so hinten ein Nackenbereich, also ist nicht der Nackenbereich, weil das wird nachher auch nach innen reingeholt, aber wir würden es von der Optik mal geschwind so der Einfachheit halber da hinten verorten, der ist nur durch ein ganz, ganz dünnes Häutchen getrennt von der Fruchtblase. Und ja, ich frage mich, wenn ich solche Dinge immer sehe, das hat doch einen Hintergrund, ja? Welche Funktion hat das? Und da ich gesehen habe, dass hier sich ganz bedeutsame Nervenkerne entwickeln, könnte man die Hypothese aufstellen, dass Informationen von außen hierzu noch gebraucht werden, ehe sich das alles schließt, ehe es nach innen genommen wird, okay, ehe es zuwächst. Ja? Also auch eben hier Kommunikation, mhm, ja, relevante ja, Information, Kommunikation. Mhm. Und erst zu guter Letzt, also jetzt komme ich zum Kern, wir sagen, wenn die noch kein Großhirn haben, können Ungeborene nicht wahrnehmen. Mhm. Und aus meinem Dafürhalten dürfen wir uns fragen, was brauchen Ungeborene eigentlich? Ja? Mhm. Wozu ist die Funktion des Großhirns? Und die Funktion des Großhirns ist Informationen aufnehmen, ist sie verarbeiten, ist sie zu strukturieren, zu analysieren, zu planen, umzusetzen. Das sind kognitive Fähigkeiten. Ich wüsste nicht, warum Ungeborene dies können sollten. Ja, das brauchen sie noch nicht. Und deswegen, was sie können, sind die Dinge, die diese Strukturen, die schon da sind oder die gerade entwickelt werden, wenn wir jetzt vom limbischen System sprechen, von dem basaleren oder dem Basalkern, diesen ganzen Dingen, wo es um Wahrnehmung geht, das wird alles viel früher entwickelt. Ja? Also die Dinge, die sie brauchen können und schon pränatal verwenden können, werden auch entwickelt. Die sind schon da. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wenn wir denken, die Kinder können nicht denken, dann ist auch, dass wir wissen, oder nicht nur wir, die Mediziner wissen, ich habe es. Ja, es scheuert ein bisschen. Ah, okay. Genau. Mhm. Dass die Mediziner wissen, dass am Anfang sehr, sehr viel mehr Synapsen gebildet werden, als gebraucht werden, ja? Use it or lose it. Wir wissen aber auch, wenn es um dieses use it or lose it geht, dass es hier um Konsolidierung geht. Ja? Konsolidierung im Sinne von Dinge, die wahrgenommen werden und immer wieder gebraucht werden, dass es hier zu festen Bahnungen kommt. Mhm. Ja? Mhm. Bei Ungeborenen und Neugeborenen ist diese Bahnung in dem Maß noch nicht so. Es ist noch instabil. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wahrnehmen, sondern es heißt eigentlich, dass sie viel breiter wahrnehmen als wir. Ja? Das ist nicht so spezifiziert, nicht so gezielt, sondern es ist wie ein riesiger offener Parabolspiegel, der alles empfängt. Ja. Und das ist dieses universelle Gewahrsein noch, ne? Da ist noch was. Genau. Davon. Mhm. Und diese Synapsenbildung, die Verdichtung ist eigentlich Reduktion. Ja. Ja, Kategorisierung und Reduktion. Ja. Also ich habe so den Eindruck, dass hier manchmal auch, dass wir Denkfehlern aufsitzen. Na sicher. Ja.
Also ich glaube, mit der Öffnung des Bewusstseins für den vorgeburtlichen Raum werden wir vieles hinterfragen und neu betrachten dürfen. Und das sehe ich als ein Riesenpotenzial, was zur richtigen Zeit jetzt einfach auch dran ist, weil, wie sagt Einstein so schön, das kann man wirklich in der Gegenwartsform sagen, man kann Dinge nur lösen, wenn man aus dem System heraussteigt, mit dem man sie erschaffen hat. Also diese Probleme, die man, sonst erhält man sie ja nur, indem man sich im Kreis dreht. Ja, ich denke, was ich wichtig finde, was ich auch an deinem Thema wichtig finde, jegliche pränatale Traumatisierung, ja, schmälert das Potenzial, das an Positivem in die Welt getragen werden kann. Ja. Also, ja, und deswegen finde ich es total bedeutsam, dass du das Thema, dass du dieses Thema mal ansprichst, dass du es öffnest, dass zum einen für diejenigen, deren Potenzial leider eingeschränkt ist, dass sie sich's wiederholen können, ja, kann man ja, man kann ja daran was ändern, das ist nicht festgeschrieben, endgültig, und dort wieder hinzugehen, und sich das nochmal anzugucken, da haben auch viele Menschen Angst, dass sie denken, oh, da muss ich mich dem ganzen Trauma nochmal stellen, aber dass immer, wenn man etwas, was Schmerzhaftes findet, findet sich in dem Schmerzhaften auch die Lösung. Ja? Und je kleiner man das anguckt, umso mehr an Positiven, ja, umso mehr Licht ist es ja auch. Wo viel Licht, da viel Schatten. Und wo viel Schatten, ist viel Licht möglich. Ne? Ja, ja, wunderbar. Genau, und dass das in Zukunft nicht so viel Raum kriegt, das Thema, wäre es einfach schön, wenn eben das auch in die Schwangerschaften schon getragen werden kann, weil man da einfach schon so viel im Vorfeld Liebevolles einfügen kann, dass die Kinder schon mit einem anders geöffneten Herz in die Welt gehen und hier sich seelisch austoben können, das ganze Potenzial. Ja. Was für ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Okay. Habe ich so den Eindruck. Okay. Und du hast immer noch die Möglichkeit, da war noch was, habe ich gerade so gespürt, irgendwas war dir jetzt zu schnell für ein Schlusswort, irgendwas schlummert noch. Nein. Wo findet man dich? Du bist in Stuttgart, das möchte ich gern noch einbringen. Ich bin in der Nähe von Stuttgart, ja. Ich bin an dem Ort, wo die Rittersportschokolade hergestellt wird. Das ist etwas, was meine Klientinnen und Klienten gerne mal in Anspruch nehmen. Das mit zu verbinden, und da kann man sich's gut merken. Ja. Okay. In Waldenbuch, bei Stuttgart. Okay. Da sitze ich. Ich danke dir sehr für das Eintauchen in diesen wichtigen und fast heiligen Raum, ohne heilig im Sinne von der alten Definition, dass man da ganz viel Abstand zu halten soll, sondern dass man sich mutig und willkommen auf den Weg macht, sich damit zu verbinden und rückzuverbinden. Ja, also das ist, die pränatale Zeit ist wirklich ein heiliger Raum und er legt einfach die Grundlagen für alles, das Fundament, und auf einem guten Fundament steht sich's gut, baut sich's gut. Genau. Ja, aber wir können, wie gesagt, das auch wieder zurückholen, wie du das vorher auch sagst. Sich selber wiederfinden ohne die ganzen Beulen, die wir auf unserem Weg erhalten haben. Ja. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Ira, für die Gelegenheit. Ja, gerne. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben, und wünsche Gutes setzen lassen, all diese Anregungen und wichtigen Bilder. Dankeschön. Tschüss.